Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Nähanleitung von mir und heute zeige ich euch, wie man das Kleid näht, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und hierfür benötigt ihr unbedingt Jersey. Ich habe hier so einen schönen Viskose-Jersey bekommen. Die klassischen Nähutensilien benötigt ihr, ganz klar Stoffschere, gegebenenfalls Nahtauftrenner, Stecknadeln, Nähgarn und so weiter. Nähmaschine steht schon bereit. Das Schnittmuster könnt ihr euch kostenlos über meine Webseite runterladen. Den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr im Übrigen auch alle Links zu den Textildesignerinnen, wo ich immer meine Stoffe einkaufe. Und dort findet ihr auch den Link zu meiner Facebook-Gruppe, die ihr nutzen könnt, wenn ihr mal Fragen habt zur Anleitung, wenn ihr mal irgendwo nicht weiter wisst. Und ja, dieses Kleid kann man in 5 unterschiedlichen Größen nähen. Alle Angaben, auch die Mengenangaben zu den Stoffen, findet ihr auch auf meiner Webseite, dort alles hinterlegt. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten losstarten. Und genau das wollen wir jetzt machen. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ihr schneidet das Schnittmuster auf eure Größe aus, klebt die ganzen Einzelteile zusammen und dann werden wir jetzt Stück für Stück die Teile, die einzelnen Teile zusammennähen. Das Kleid ist gegliedert in 3 Abschnitte, einmal das Top-Oberteil, dann die Passe und unten dann der Rock. Und Stück für Stück arbeiten wir uns jetzt dadurch. Wir beginnen zunächst die ganzen Ausschnitte zu säubern. Das heißt, wir schlagen einmal ein, stecken mit Stecknadeln ringsherum fest, nacheinander Vorder- und Rückseite. Und dann wird erstmal genäht. Das gleiche machen wir auch mit den Armausschnitten. Einmal einschlagen, feststecken und einmal die Ausschnitte versäubern und nähen. Ganz wichtig ist, dass ihr bei der Nähmaschine, wenn ihr keine Overlock-Nähmaschine habt, den Overlock-Ersatzstich verwendet. Wenn ihr eine ältere Nähmaschine habt, die den Overlock-Ersatzstich nicht hat, dann geht ihr über und nehmt den Zickzackstich. So, im nächsten Schritt werden die beiden Passen nacheinander an die beiden Oberteile angenäht, was ich hier in der Zwischenzeit schon gemacht habe. Und dann kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, nämlich nacheinander die beiden Rockteile anzunähen. Denn die sind von der Breite her, das werdet ihr dann sehen, ja wesentlich breiter als die Passe. Und das bedeutet, dass wir die Passe beim Anstecken und beim Festnähen stretchen müssen. Wenn wir die beiden Teile dann eben gleichmäßig angenäht oder miteinander verbunden haben wollen mit der Naht. Und bevor wir das Rockteil für die Vorderseite annähen, müssen wir noch eine Vorbereitung treffen, nämlich die Rocktaschen. Und das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. So, ihr nehmt euch einen der beiden Rockteile und legt die im Bruch hin, also der Länge nach zusammengefaltet in der Mitte. Und geht zur Außenseite und nehmt einen der beiden Taschenbelege und legt den hier an der Außenseite an. Dann wird hier einmal an der Linie entlang gezeichnet, an der Linie sage ich schon, aber hier an diesem Ausschnitt entlang zeichnen und das wird ausgeschnitten, weil wir das jetzt gleich brauchen, um die Taschenbelege festzunehmen. So, die Stoffe werden dann so aufeinander gelegt. Der Taschenbeleg, hier der Rock, also rechts auf rechts. Und einmal hier an dieser Seite diese Naht machen. Einmal hier die beiden Stoffe miteinander verbinden. Das Ganze wird dann gleich im Anschluss umgeschlagen und dann nochmal mit einer Gradstichnaht versäubert. Das zeige ich euch gleich. So, wie eben schon erwähnt, wird dann nach dem Fixieren der Taschenbeleg eingeschlagen und damit der Gradstichnaht nochmal angenäht. Dann
wird wieder aufgeklappt, wenn ihr auch diese Gradstichnaht gemacht habt. Und dann nehmt ihr euch den Taschenbeutel, legt ihn drüber, steckt ihn fest und dann wird einmal hier entlang genäht. Nur diese Kurve quasi, diese Strecke. Beidseitig und ab jetzt wird alles wieder mit dem Overlock-Ersatzstich gemacht oder aber wahlweise mit dem Zickzackstich. Und wenn ihr damit fertig seid, wenn ihr auf beiden Seiten diese Taschenbeutel in dieser Kurve hier angenäht habt, klappt ihr das wieder nach innen und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, gerade auch wenn ihr mit Viskose näht, solltet ihr das. Ansonsten könnt ihr, damit es später nicht wegrutscht, wenn ihr das an die Passe annäht, dieses kleine Stückchen von der Rocktasche, ich lege das jetzt mal hier an als Beispiel und zeige euch das, es wird dann wieder nach innen gelegt und dieses Stück hier, das Stück, solltet ihr fixieren, denn wenn ihr das dann an die Passe annähen wollt, sonst könnte euch das eventuell diese Tasche hier hinten wegrutschen, weil ihr das ja auch so ein bisschen stretchen müsst alles, also zumindest die Passe. Und deshalb ist es besser, wenn ihr dieses Stück hier, also die Tasche auf der Innenseite des Rockes nochmal annäht auf beiden Seiten, also links und rechts. Im nächsten Schritt werden die beiden langen Seitennähte gemacht. Also hier habe ich schon vorgearbeitet, auf dieser Seite muss ich noch. Und dann natürlich auch die Schulternähte nicht vergessen. Und zum Abschluss müsst ihr einfach nur noch hier unten einschlagen und säumen und dann seid ihr mit eurem neuen Kleidchen auch schon fertig. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und hoffe, dass ihr Interesse habt, genau dieses Kleid nachnähen zu wollen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nähen und sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss!